Himmel und Hölle angedeutet sind. Und natürlich stilistisch in einem größtmöglichen Unterschied eben hier diese ganz schöne Zeichnung in eleganten Schraffuren und hier in größtmöglicher Primitivität eben diese Strichmännchen noch angedeutet. Das ist eben so die Art und Weise, wie er arbeitet, und so kriegen wir doch, Sie merken schon, von Riemenschneider, Madonna, Dürer bis zu Polke eigentlich tatsächlich ein schönes Museum, das ganz unterschiedliche, sage ich mal ganz bewusst, kunstgeschichtliche Zitate hier zeigt. Wenn die ganz großen Museen ihre Meisterwerke nicht ausleihen, die geben sie nicht her, die wollen die Attraktion bei sich im Hause behalten. Da habe ich gesagt, okay, die tricksen wir jetzt aus, ich hole dann für Heidenheim, aber nicht ich hole, ich mache für Heidenheim dann die große Kunst an Riemenschneider, an Matisse, an Jackson Pollock und so weiter. Und das war dann hochinteressant, weil wenn man da, das ist ja fast eine flapsige Idee, wenn man da mal anfängt, oder wo ich dann angefangen habe, mich mal wieder mit den Arbeiten zu beschäftigen, war das sehr interessant, welche Lösungen fallen mir denn ein, weil das ist ja keine didaktische Ausstellung. Es ist Lakritz. Also wieder quasi aus dem absolut nicht künstlerischen Alltagsbereich nimmt er hier ein Material, Lakritze, die er zunächst natürlich in einer Art und Weise verwendet, wie wenn man Ölfarbe direkt aus der Tube drückt. Da geht man eben her und tackert sie fest. Ja? Also es ist eine schöne Mischung eigentlich aus so ganz kruden Heimwerkertechniken, gemischt aber auch natürlich mit dem großen zeichnerischen Können, die nämlich wirklich so umzusetzen und das Ganze eigentlich auch diese Ikonen der Kunstgeschichte nicht ganz so ernst zu nehmen.